Hast du jemals etwas vom Stranger-Ritual gehört? Nein. Nun, womöglich ist das gut. Wahrscheinlich bist du sicherer, wenn du nichts darüber weißt, und vielleicht sollte ich dir nicht sagen, wie dieses Ritual durchzuführen ist. Es könnte gefährlich werden. Das Stranger-Ritual ist ein Ritual, das dir erlaubt, etwas außerhalb dieser Welt, etwas, das über die Grenzen des menschlichen Verstandes hinausgeht, zu rufen. Einige gehen so weit und behaupten, dieses Ritual würde den Tod selbst zu dir locken. Um das Ritual durchzuführen, brauchst du ein paar Dinge. Zunächst wirst du eine Tür benötigen, vorzugsweise eine Holztür. Sie darf außer dem Schlüsselloch keine Fenster, Gucklöcher oder Türspione haben. Außerdem muss die Tür abschließbar oder verriegelbar sein. Als nächstes brauchst du zwei Kerzen, eine weiße und eine schwarze. Dann brauchst du ein Geschenk. Es ist wichtig, dass du zu diesem Geschenk keinerlei persönliche Bindung hast. Es wird empfohlen, etwas zu nehmen, was du an diesem Tag gekauft hast. Süßigkeiten sind eine gute Wahl. Du brauchst außerdem ein Stück Kreide und ein anderes Schreibgerät deiner Wahl. Als letztes benötigst du das Foto einer anderen Person. Du selbst musst es geschossen haben. Und je neuer das Foto ist, desto besser. Wichtig ist nur, dass es kein Foto von jemandem aus deiner Familie ist. Warte, bis die Nacht hereinbricht, bevor du mit dem Ritual anfängst. Obwohl es jederzeit in der Nacht durchgeführt werden kann, sind die Chancen auf einen Erfolg größer, wenn es um Mitternacht beendet ist. Schreibe das Wort Stranger auf die Tür, die du verwendest. Dann stelle die beiden Kerzen auf, eine an jeden Türrahmen, und zünde sie an. Nun sieh nach, ob alle Vorhänge im Haus zugezogen, Jalousien und Fenster geschlossen, alle Spiegel und reflektierenden Oberflächen abgedeckt und alle Lichtquellen ausgeschaltet sind. Du musst allein im Haus sein, sonst schlägt das Ritual fehl. Stell dich vor die Tür und lege dein Geschenk davor, sodass es nicht getroffen oder beschädigt wird, wenn die Tür aufgeht. Dies wird außerdem deine sichere Zone markieren. Stelle sicher, dass die Tür geschlossen ist. Dann klopfe dreimal, nicht mehr und nicht weniger. Dann warte. Falls du drei Schläge von der anderen Seite der Tür hörst, war das Ritual erfolgreich. Falls nichts passiert, bleib dort, wo du bist, und warte bis 6 Uhr morgens. Nachdem du nun die drei Schläge gehört hast, öffne die Tür einen Spalt, aber nicht vollständig. Dreh dich um, stell dich hinter dein Geschenk mit dem Rücken zur Tür. Nun wirst du hören, wie sich die Tür knarrend öffnet und die Präsenz eines Fremden hinter dir spürst. Es wird sich falsch anfühlen, wie etwas, das nicht dort sein sollte. Bleib ruhig, der Fremde ist ein Gast, der dir nicht schaden wird, wenn du dich an die Regeln hältst. Unter keinen Umständen darfst du dich umdrehen oder versuchen, einen Blick auf den Fremden zu erhaschen. Dies ist wichtig, denn einige, die dies versucht haben, wurden blind oder vollkommen geisteskrank. Aber immer sprachen sie von einer Präsenz, die nie verschwindet. Wenn du nach dem Fremden suchst, wird der Fremde dich nie verlassen. Wenn der Fremde dein Geschenk akzeptiert, wird er nach einem Namen fragen. Sieh nun das Foto an und sage den Namen der Person, die sich darauf befindet. Warte, bis du die Tür ins Schloss fallen hörst und die fremde Präsenz nicht mehr fühlbar ist. Dann dreh dich um. Wische die Worte von der Tür und verbrenne das komplette Foto. Wenn das Ritual erfolgreich ist, wird das Geschenk verschwunden sein. Verriegle die Tür und öffne sie nicht vor Sonnenaufgang. Dadurch verhinderst du, dass der Fremde in deine Welt eintritt, um dir schaden kann.
Wenn du zu ängstlich bist, um das Ritual zu vollenden, entschuldige dich und bitte den Fremden zu gehen. Warte, bis sich die Tür schließt. Dreh dich sofort um. Wische das Wort Stranger von der Tür und schließe dich bis zum Morgengrauen ein. Sollte dies passieren, versuche nie wieder dieses Ritual noch einmal durchzuführen. Der Fremde wird nicht glücklich darüber sein. Überprüfe in den nächsten 3 Tagen die Todesanzeigen. Wenn das Ritual erfolgreich war, dann wird die Person, deren Namen du dem Fremden gesagt hast, sterben. Zwar gibt es keine einheitliche Todesursache, doch oft sind es Herzinfarkte. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass das Foto des Opfers auch wirklich bis auf den letzten Fetzen verbrannt ist. Wenn dies nicht innerhalb von 3 Tagen passiert, wird das Bild verblassen und du anstelle des Opfers erscheinen. So nimmst du dessen Platz ein und wirst sterben.